Bis Aufstieg. Der Setz im Dach, dass ich in Richtung Schleier gekommen ist. Genau so oh wird Gott, es geschehen. Zauberwacht. 8 Magie, Mana-Regeneration, ja gut. Ein makelloser Diamant, ein bisschen Kleingeld. Eine Haube der Vergesslichkeit. Und eine Natursalbe. Naturschaden und Naturresistenz und Smaragdring. Und Drachenknochen-Trümmer. Drachenknochen des Ältesten. Dass sie sich fast warm anfühlen. Und es ist ein Job für Wade, nicht wahr? Du hast den Knochen eines uralten Drachen gefunden. Jemand müsste aus einem derartigen Mal doch irgendwas Besonderes herstellen können. Gut, worauf gehen wir jetzt? Ich hatte überlegt, ob wir diesen Weg jetzt noch weiter verfolgen. Dafür würden wir noch ein bisschen Stärke benötigen. Ich weiß aber nicht, ob wir so viele Stufen noch aufsteigen werden. Wir könnten das Bogenschießen weiterhin, aber ich würde sagen, gehen wir weiter unsere Kriegerfähigkeiten hochdrücken. Schicksal der Schwachen. Mit einem mächtigen Hieb darauf abzielt, die schwächsten Gegner auszuschalten, ist der Angriff erfolgreich. Mit einem normalen und einem niedrigen Rang automatisch getötet. Elite-Ziel erhält doppelten kritischen Treffer. Ein Boss einen normalen kritischen Treffer. Das ist gut. So, macht das fest. Anders. Die üblichen Dinge. Mehr Willenskraft ist immer gesund für dich. Wenn wir schon bei Willenskraft sind, hier bitte noch ein bisschen mehr. Und für dich brauchten wir den arkanen Schild jetzt noch, weil das dir so gut passt mit... Mit welchem eigentlich? Mit dem Schild ist nichts, genau. Oh. Das Spiel speichert an dieser Stelle auch einfach kurz mal willkürlich automatisch. Also zurück nach Wiegels Wacht. Lassen wir uns etwas herstellen. Genau so wird es geschehen. Wiegels Wacht. Meister Wade, was brauchst du dafür? Ja, Kommandant. Könnt ihr mir aus diesem alten Drachenknochen irgendwas anfangen? Wo habt ihr sie gefunden? Ich könnte daraus ein Schwert anfertigen. Ein wahrhaft einzigartiges Schwert. Oh ja, das könnte ich. Wo habe ich nur diese Liste? Ah, schnell, besorgt mir diese Dinge. Beeilung, wir wollen Geschichte schreiben. So, Kenntnis genommen. Materialien zur Bearbeitung von Drachenknochen. Welch ein Prachtexemplar! Aber Drachenknochen sind so unglaublich hart. Ich brauche einen Diamanten. Ja, das müsste funktionieren. Und einen mächtigen Balsam, damit mir das Schwert nicht die Hände verbrennt. Außerdem könnte die Flüssigkeit des frischen Drachen einigt schaden, denke ich. Das dürfte für euch doch kein Problem sein. Ach ja, eine Flammenrune bräuchte ich auch noch. In Großmeisterqualität. Macht schon, beeilt euch! Diamanten. Starker Wärmebalsam. Flammenruhen des Großmeisters und Drachenhai. Drachenhai haben wir, das noch relativ frisch ist, überraschenderweise. Wärmebalsam, haben wir davon einen starken? Ja, und wir brauchen noch eine Großmeister-Flammenrune. Anders. Sag an. Die funktioniert genauso wie die andere, nicht wahr? Großmeister-Flammenrune. Genau, also beschaffen wir uns 8 Novizen-Flammenrunen. Diese Sache, über die ihr gesprochen habt, dieses Überwechseln in einen anderen Körper. Ich schätze, das ist keines eurer Lieblingsthemen, richtig? Wäre so etwas denn erlaubt? Würde man das nicht für abscheulich halten? Wenn jemand tot ist, braucht er seinen Körper nicht mehr Gerechtigkeit. Aber ich kann den Mann, der einst in ihm gelebt hat, noch immer fühlen. Ich kenne sein Leben, seine... Es ist nicht einfach nur ein Körper. Aber das ist doch gut, oder nicht?
Ich finde es gut, dass ihr so empfindet. Ihr habt vielleicht recht. Nein, wir reden nicht mit euch da hinten. Botschafterin, ich baue uns dafür ein Schwert. Ruhen. Ich brauche Flammenruhen des Novizen, 8 Stück. Geht um das beste Schwert, das in dem gesamten Spiel existiert. So, nehmen wir wieder diese Gruppe mit. Ja. Wenn der Gespräche die Möglichkeit rausprügeln können. An der Statue vorbeirennen. Ihr seid also ein Dieb. Wer, ich? Nein, das ist nicht mein Metier, mein Freund. Aber ihr wurdet für versuchten Diebstahl eingekerkert. Für den Diebstahl von Dingen, die meiner Familie gehört haben. Von Dingen, die uns unrechtmäßig genommen wurden. Das klingt wirklich glaubhaft. Apropos, könntest du auf einmal noch aufsteigen? Hab ich gar nicht mitbekommen. Mal der Gefallenen. Oder wird der mit dem Haar geschrieben? Das ist so eine Art von Mal. Oh. Ignorieren wir das. Lied des Mutes. Schaden, kritischer Treffer und Angriff. Der Bade kann nur ein Lied singen. Mann und aus der Renation ist mir lieber. Sollte mir das Mal des Gefangenen kriegen. Wird ein Teil seiner Ausdauer wiederhergestellt. Kann nicht schaden. Erhöht Schaden dadurch. Lukas für hinterhältige Angriffe. Ach, dann erschafft das einfach mehr Schaden durch seine Pfeile. Anders. Runenerstellung. Ihr könnt eigentlich noch ein paar richtig schöne Rüstungsruhen geben. Wait. Ja, Kommandant. Ich hab den Stuff für das Drachenknochenschwert. Ja, wir können anfangen. Es gibt so viele bedeutsame Entscheidungen zu treffen. Wo sollen wir nur anfangen? Gut, welche Art von Schwert möchtet ihr? Ein Langschwert, auch wenn es in Wahrheit ein Einhandschwert ist. Ein Langschwert ist eine Zweihandwaffe, aber hier bitte ein Langschwert. Gut, das wäre entschieden. Nun zur Balance. Was schwebt euch da vor? Wir können es halt sehr viel einstellen bei der Herstellung dieses Schwerts. Deswegen bin ich da gerade tatsächlich ein bisschen. Ich überlege gerade, was bewirken wird. Habe ich bei Wade, was da steht? Es gab irgendwo eine Tabelle, wo einfach alles drin stand. Ah, da. Was möchte ich denn haben? Pure Gewalt bringt Rüstungsdurchdringung und Feuerschaden. Das andere bringt 6 Schaden und Kälteschaden. Also 6 Angriff und Kälteschaden. Boah, ist eine gute Frage. Ich würde sagen, das ist echt schwierig. Wir können jetzt nämlich mehr oder weniger entscheiden, welche Werte das Schwert haben wird. Alles durchdringend wäre zum einen sehr ansprechend.
Rüstungsdringung oder Angriff? Ich würde sagen, das Schwert möge haben Angriff. Durch Rüstung kommen wir schon ganz gut durch. Muss geschickt und flink zu führen sein. Ja, natürlich, Kommandant. Und wie soll ich es schmieden? Ich habe reichlich Materialien, die von den Formari verzaubert wurden. Und der Knochen selbst ist äußerst aufnahmefähig. Ich schwanke zwischen, was ihr das Beste haltet, und mühelos. Mühelos würde uns noch Ausdauerbonus geben und Ausdauerregeneration, was sehr viel wert für uns wäre. Hier steht plus 0,5 Armor Penetration, da steht 1,5 da oben. Werden wir hier angelogen? Ich glaube, wir werden hier angelogen. Ne, warte, das steht hier. Mehr. Andere wäre plus 4 auf alle Attribute und mehr Angriff. Aber ich würde sagen, Ausdauer ist viel wert. Also es soll mühelos zu führen sein. Sehr schön. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Seht es euch an. Das ist mein Meisterstück. Möge es euch gute Dienste leisten. Wade hat den Drachenknochen Schwert hergestellt. Gibt jetzt für Wade auch überhaupt keine Materialien mehr? Wachsamkeit. 1260 Schaden plus sind alle Attribute. 0,5 Rüstungsdurchdringung. 0,5 Ausdauergeneration im Kampf. 0,5. 5 Sekunde. Was? Da steht auch die Option, dass es möglicherweise eine Ausdauerregeneration kriegt. Woran liegt das? Gibt es irgendwie unterschiedliche Werte auf unterschiedlichen Plattformen oder was ist das Problem? ¿0,5 oder 1? Abhängig wovon? Es ist immer 0,5 Rüstungsdurchdringung. Keine Ahnung, warum wir dann irgendwas erzählt schon wegen der Umstand plus 1. Aber ja, 0,5 Ausdauergeneration plus 8 Angriff plus 50 Ausdauer plus 5 Kälteschaden. Es ist besser als Mariks Klinge. Also tauschen wir die mal ganz kurz und legen Wachsamkeit hier an. Und es sieht so aus. Wie unser Sternenfang im Endeffekt. Auch wenn es eigentlich anders aussehen sollte. Aber weil wir auf unserem Hauptspiel, nämlich das Wächterfestungs-DLC haben, darum gibt es das hier. Dieses Modell. Womit ich natürlich leben kann. Jetzt müssen wir mal ganz kurz uns um Verzauberung kümmern. Wir wollen uns hier richtig schön mit Rüstung, mit Verzauberung ausstatten. Also Botschafterin. Kann ich euch behilflich sein? Ja, gib mir Verzauberung her. Wir nehmen mal alles, was nicht die bestmögliche Verzauberung ist, runter von allem. Wenn wir die Runde Ausdauer irgendwie nachher aufwerten. So, denn wir wollen alles ausgestatten, so gut es irgendwie geht. Also ein zweihändiges Schwert, verstehe. Wie ihr wünscht. So, erst einmal schauen. Wir wollen uns auf jeden Fall diese Runde Ausdauer draufsetzen. Sag mir deine Runde. Natürlich. Runen der Ausdauer. Denn Ausdauer sorgt halt dafür, dass wir im Endeffekt diesen Modus hier, den Jenseits des Schleiers, so oft nutzen können, wie es uns irgendwie möglich ist. Und das soll uns viel wert sein.
Aber Runen der Ausdauer benötigen etwas anderes, um die herzustellen. Also müssen wir da kurz ein bisschen drüber rechnen gehen. Anders. Ja. Gerechtigkeit. Ja. Nathaniel, ja. Mitkommen. Warum suchen sich Geister eigentlich immer Magier aus? Das frage ich mich schon lange. Ihr sprecht von Dämonen. Ich bin kein Dämon. Aber sind Dämonen denn nicht einfach nur Geister mit individuellen, schillernden Persönlichkeiten? Sie wurden von ihren Begierden verdorben. Aber was wollen sie denn nun von Magiern? Vermutlich wünschen sie sich das gleiche wie ich. Stille. Ah. Anders. Rück raus mit deinem Wissen. Ich möchte wissen. Gibt es irgendeine perfekte Ausdauerrune, war es nicht wahr? Runen der Ausdauer, genau. Sag an. Kannst du bessere davon herstellen? Gewissenhaftigkeit, keine Ahnung, was das bewirken soll. Runde der Bedrohung, wo kriegen wir sowas denn bitte her? Speicherruhen, Stabilität, Immunität. Nur diese nur regulären Runen der Ausdauer? Wirklich? Wäre ein bisschen enttäuschend. Spezialisten Flammenrune. Okay, schauen wir zuerst bei unseren Waffen. Was wollen wir da drauf haben? Wir wollen Dumat-Stachel und Wachsamkeit ausrüsten. Wachsamkeit wird wieder mit Blitzen ausgestattet. Da möchte ich drei von den höchstbesten Blitzruhen haben. Und Dumat-Stachel soll dann von mir aus Kälte kriegen. Das bedeutet, bei der Runenherstellung benötigen wir Blitzruhen des Paragon, zwei Spezialisten, Ruhen des Blitzes. Wo kriegen wir das denn her? Was macht Schwung? Spezialisten Flammenruhen. Wir haben alles eingekauft, was wir einkaufen können. So wundere ich mich jetzt gerade. Meister Silberritrune. Rune der Elemente. Flammenruhen des Experten, Frostruhen des Experten. Eine höhere Variante der Runen der Elemente. Ansonsten würde ich einfach die durchgehend draufsetzen. Können wir eine Frostrune des Experten bereits herstellen? Nein. Blitzrune des Meisters. Blitzrune des Großmeisters müssten wir auch irgendwo haben. Nein, haben wir nicht. Frostruhen kommen wir ran bis zum Spezialisten. Aber die übrigen Rezepte fehlen uns. Aaron! Ihr seid zurück. Zeig, was du anzubieten hast. Wir haben doch einfach jeden Händler leer gekauft, wenn es um irgendwelche Rezepte ging. Und Baupläne und sowas. Wir sollten nicht nach Marenfin gehen. Julia. Benötigt ihr etwas, Kommandant? Angebot. Gib uns sicherheitshalber, ja, zeig mal deine Runen. Nein. Wir sind so reich, wir können uns das unweiteres leisten. Stabilität bringt uns Konstitution. Gib uns sicherheitshalber ein paar Flammenruhen des Novizen. Noch 24 Stück.
metavoll. Glaube ja nicht. Diamanten, Rubinen, Saphiren, Topas, Granate, makelloser Diamant, makelloser Rubin, verzierte Silberschale ist ein Geschenk. Brief mit Heiratsantrag, hier bitte, weil du sonst niemals einen erhalten wirst. Gut, wo war ich stehen geblieben? Genau, ich wollte jetzt ein paar Runen von dir haben, und zwar 24 des Novizen von der Flammenrune. Zählen einzeln. Ja, nimm das. Wir kommen gleich auf dich zurück. Gut, diese Runen zählen also einzeln. Wir lagern also erstmal ein diesen ganzen Kram. Und die anderen und die ganzen anderen Runen, die wir gerade nicht direkt brauchen. Hier, die kommen alle da rein. Nein, nein, nicht die Flammenrune des Novizen, die wollen wir behalten. Die Runde ausarbeiten. Auch mal, es geht nicht höher als das. Das macht mich gerade ein bisschen fertig, Sekunde. Das muss ich herausfinden. Das hatte ich nicht für möglich, dass die Runde aus da wirklich nur so gering ausfallen. Runecrafting. Racings, was auch immer. Runecrafting. Okay. Rune Tracing sind die Rezepte im Endeffekt. Wir brauchen das Ausdauer, Endurance Rune. Sieht sogar als drin, was man braucht, das ist doch nett. Aber eine höhere als das. Paragon-Immunität. Reservoir, Doubt, Tempters. Verstehe. Es gibt nur diese Runen für die. Okay, dann kann ich können wir die schon mal auflegen? Sein? Selbst. Wenn wir die Sachen noch dabei haben, Wagnis, ja, hier packen wir die Runde Ausdauer drauf. Ich mag diesen negativen Ansturm der Erschöpfung ganz gerne. So, dann müsste ich kurz mal schauen. Elemental Runes. Ja, bestimmt auch irgendwo. Rune der Elemente, wo ist das? Tala. Hybridruhen gehen über. Das sind die Hybridruhen für Waffen, genau. Elemental Rune. Was kann das Teil? Ah. Elementarrunen machen alles tatsächlich. Insgesamt plus 10 Schaden pro Rune. Und die machen einfach jedes Element von jedem Element 2.
Es ist übrigens, man kann die Dinger theoretisch sogar einfach herstellen, verkaufen für Profit. Kann ich euch behilflich sein? Ja, zeig mir mehr Runen. Natürlich. Ich will Elementarrunen haben. Überall. Hier stehen wir gerade. Wir sind bei 13. Das bedeutet, wir haben noch Platz für 11 Feuerrunen. Flammenrune des Novizen. Elf Stück. Vier Plätze müssen wir irgendwie mal freikriegen, damit wir die anderen Runen wieder reinkriegen können. Robuste Sachen können weg. Jetzt haben wir genügend Platz für 24 von den Frostrunen. Ja, unser ganzes Kleingeld. So, Gruppe. Raus geht's. Aber selbstverständlich. Ja. 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 Wollen wir die Gruppe mitnehmen? Keine Ahnung, ich möchte gerade den Gespräch hören. Besonders zwischen Anders und Gerechtigkeit. Wie wäre es, wenn ihr euch einen lebenden Körper sucht, von dem ihr Besitz ergreifen könnt? Selbst wenn ich wüsste, wie, würde ich nicht von den Lebenden Besitz ergreifen. Eine solche Tat entspricht den Dämonen. Und was wäre, wenn die entsprechende Person damit einverstanden wäre? Warum sollte ein sterbliches Wesen so etwas jemals zulassen? Für das Leben oder aus Liebe? Vielleicht könntet ihr gemeinsam etwas tun, was alleine unmöglich wäre. Wenn ihr etwas geben würdet, anstatt etwas zu nehmen, würde ich euch nicht als Dämon betrachten. Darüber muss ich nachdenken. Ich danke euch, Nathaniel. Du bist schuld! Gut, wir benötigen für Elementrunen, für die Runen der Elemente, Experten und Experte. Machen wir erstmal komplett Gesellen da draus. Dann machen wir komplette Gesellen daraus. Komplette Experten. Und jetzt kommen wir zu der Runde der Elemente. 12 Stück können wir davon machen. 2 Stück können wir davon machen, weil wir nicht genug Ätzmittel zur Hand haben. Ah! Und wieder rein da. Gut, hoppala, könnte man sagen. Botschafterin! Kann ich behilflich sein? Ich habe alle Ätzmittel verbraucht, gibt's her. Und ein paar Runensteine möchte ich auch noch in Reserve haben. Wir müssen es ausstatten. In Ordnung. So, nehmen wir natürlich wieder diese Gruppe mit. Ja. Wollt ihr sagen, dass ihr ein Dämon werden könntet, Gerechtigkeit? Das habe ich nie gesagt. Ihr habt gesagt, Dämonen seien Geister, die von ihren Begierden verdorben wurden. Ich habe keine derartigen Begierden. Aber irgendwelche Begierden müsst ihr doch haben. Nein, ich habe keine. Und jetzt hört mit dieser Fragerei auf. Nun gut, das Streben nach Gerechtigkeit könnte durchaus auch als Begierde betrachtet werden.